Hallo meine lieben Zuschauer, Sie sehen richtig, ich genieße es, denn das ist unser Gadget des Tages und das sieht nicht nur gigantisch aus, das hat auch richtig in sich. Das ist nämlich unser Mini-Ventilator an einem Kugelschreiber und das ist wirklich ein ganz spezielles Produkt. Das möchte ich Ihnen direkt verkaufen, aber natürlich nicht alleine. Ich habe meinen Kollegen dabei, der Carsten, der hält sich das schon wunderbar an den Bart, weil wenn man das berührt, da passiert nichts. Ja, das, ich kann Ihnen das auch gerne mal zeigen. Das sind hier diese soften Laschen, diese soften Rotorblätter. Und auch wenn Sie mal ein bisschen näher drankommen und mal am Kinn landen hier, Achtung. So, bleibt das Ding stehen, aber es fetzt Sie nicht das Kinn kaputt. Genauso an der Nase, da bin ich sehr empfindlich. Klingt lustig, aber es macht eben nichts kaputt. Es ist der kühlende Sommerhit des Jahres. Und Sie kennen das, wir reiten natürlich auch schon wieder seit einigen Tagen drauf rum. Aber wir haben einen Jahrhundertsommer. Ist nicht so, dass wir nicht drauf gewartet hätten, oder? Jetzt ist er endlich da. Jetzt haben wir Temperaturen 35, 36 Grad und mehr. Das Meer haben und schon wir stöhnen auch. Sie Schau wieder. Mal, ne? Hinter dir. Wir haben ein Meer eingeblendet. Schön, oder? Und Moment, dann warte mal, Blick. Und so. Dann, oh. Jetzt passt es auch vom Feeling her, oder? Ja, die Meeresbrise per Kulli-Schreiber. Ja. Ah, herrlich. Ist das nicht ein Traum? Glauben Sie mir, das hat es richtig in sich, weil der macht richtig, ganz ehrlich, ohne, ohne Scheiß, aber wirklich, der macht richtig viel Luft hier, ne? Das ist richtig angenehm. Da kommt richtig ordentlich was raus, das traut man ihm gar nicht wirklich zu. Also unser Chef hat es auch gestern die ganze Zeit benutzt und er saß immer die ganze Zeit, hast du das auch gesehen, der saß am Schreibtisch die ganze Zeit mit diesem Stift. Das hat die ganze Firma gesehen und wir haben alle unisono festgestellt, dass unser Chef mittlerweile süchtig ist nach diesen kleinen Ventilatoren. Das wird bei Ihnen nicht anders sein und dabei ist er so leicht zu transportieren. Möchtest du noch? 28 Gramm ist er leicht. Danke, ich lasse dir die beiden. Ja, gerade mal 28 Gramm leicht, gerade mal knappe 16 cm lang. Der passt natürlich mal in jede Hemdtasche, in jede Sakkotasche, in jede Handtasche der Dame mit hinein. So was hast du mal schnell im Handschuhfach, im Auto oder ganz einfach im Büro auch mal eben auf der Schublade. Und wenn du ganz, oder in der Schublade. Und wenn du ganz einfach mal eine frische Brise brauchst, drückst du einfach aufs Knöpfchen und hältst dir das Teil vor die Nase oder unters Kinn oder gerne auch mal in den Nacken. Und dann kriegst du genau die frische Brise, die du in dem Moment brauchst. Aber du hast recht, auch im Auto ist das eine tolle Geschichte. Es ist zwar natürlich auch ein Kugelschreiber, aber auch im Auto ist es eine tolle Sache. Oder Leute, die jetzt Abi schreiben und dann wirklich Stunden in der Prüfung sitzen und schreiben und dann bei der Bullenhitze gerade, die draußen herrscht, ist das dann mal ein angenehmes Thema, mal ganz kurz per Knopfdruck hier an seinen Kuli sich eine frische Brise zu gönnen. Und er schreibt auch richtig gut und du zeigst jetzt gerade, wo der Batterie hier versteckt ist, die Batterie. Ja, ich wollte jetzt einfach mal zeigen, dass wir eben also hier von einem ganz normalen, handelsüblichen Kugelschreiber sprechen, mit einem ganz praktischen Drehmechanismus. Eine blaue Mine ist mit dabei. Folgen Sie mir ruhig mal vom Blick her, dann können wir uns auch das mal anschauen. Ja? So, schreibe mal gerade eben hier, das ist jetzt meine Karte, Gadget des Tages, schreibe einfach mal Pearl TV drüber. Pearl.tv. Wups, so, funktioniert also, Moment. So, da haben wir es. Ja, ist weiß, brennt ein bisschen ab hier, aber so funktioniert das. Das war vorher und das habe ich gerade mit unserem Kugelschreiber geschrieben und da habe ich ihn übrigens vorher mal getestet. Ein wunderschönes Gadget des Tages, ein absolutes Highlight und normalerweise mit knapp 10 Euro bei uns in der Liste. 10 Euro oder 9,90 Euro wäre die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Pearl hat das gute Stück momentan für knapp 5 Euro im Programm. Sie kennen es, bei uns kriegen Sie den TV-Sonderpreis und der liegt heute bei 4,66 Euro. Da möchte ich wetten, werden Sie zahlreich zugreifen, auch gerne ein zweites oder ein drittes Mal bei dem günstigen Preis, denn das ist Spitzenklasse, lässt sich natürlich bei solchen Temperaturen auch mal hervorragend verschenken. Und ich möchte wetten, nicht nur Ihre Familienmitglieder, sondern auch mal der ein oder andere Kollege wird dankbar sein, wenn er diesen Mini-Ventilator einfach mal schnell zur Hand hat, um sich mal eben schnell eine frische Brise zu besorgen. Ja, vor allem eine frische Brise hier vom Kulli aus, das ist mal eine witzige Geschichte. Vor allen Dingen ist es auch ein cooles Geschenk. Also ich finde es eine schöne Sache auch, ist auch eine coole Geschenksidee, einen coolen Kulli, anstatt einfach nur irgendeinen Stift zu verschenken. Warum nicht einen Kulli mit einer Ventilatorfunktion? Das ist eine ganz witzige Geschichte, auch eine praktische Geschichte und hat auch sowas Keckes da mit dabei. Ich würde sagen, das ist auch ein gutes Geschenk zur Kommunion hier, Geburtstag, absolut. Nachbars, Einweihungsgeschenk. Also es ist eine ganz tolle Geschichte, nicht lange überlegen für 4,66 Euro. Da bestelle ich schon mal 3, 4, weil wenn Sie manchmal nicht wissen, was verschenke ich denn jetzt, das ist eine gute Geschenkidee. Vor allen Dingen mal für so zwischendurch, ist das witzig, ne? Richtig. Hast du Bock auf Gänsehaut? Pass mal auf. Es geht hier ab. Und die Bestellnummer, die gebe ich genau natürlich auch. Das ist die PE 1786569. Und das Ganze für 4,66 Euro. Kriege ich Gänsehaut? Ich glaube, das... Ein bisschen hast du sie, ja. Man nennt mich auch den Frauenversteher, weißt du? Und alles, was du dafür brauchst, ist dieses kleine Gadget des Tages hier. Liebe Zuschauer, 4,66 Euro für das Kühl-Highlight dieses Jahres. Die PE 1786 und die 569. Viel Spaß damit. Anrufen!